ich kann doch nicht wegen dieser wirren, sich völlig widersprechenden Meldungen den Führer wecken. Er war bis 4 Uhr auf, dann hat er ein Schlafmittel genommen und sich zurückgezogen. Ach, diese Meldungen charakterisieren sich doch selbst. Zuerst heißt es, bei den Fallschirmjägern handle es sich um Besatzungen, die aus ihren abgeschossenen Bombern ausgestiegen sind. Nach den nächsten Meldungen sind sie als mechanische Puppen identifiziert worden. Und wenn die letzten Meldungen stimmen und es sind tatsächlich Fallschirmtruppen gelandet, dann kann es sich doch höchstens um ein groß angelegtes Kommandounternehmen handeln. Nun sagen Sie mal selber, ist das ein ausreichender Grund, um unsere Panzerreserven an die Küste zu schicken? Ja, ja, ich werde alle Meldungen und von Rundstedts Anfrage dem Führer vorlegen, sobald er aufgewacht ist. Habe verstanden.